So, ich denke, die meisten von euch kennen es. Datenvolumen leer, man ist irgendwo in der Stadt und nimmt sich dann mal ein freies WLAN oder sowas. Und wir konnten nicht verhindern, dass da irgendwas passiert. Und alle wissen es auch eigentlich, dass was passieren kann, aber keiner weiß genau was. Und deshalb macht man es einfach und denkt sich dann nicht wirklich was weiter. Und wir können nicht verhindern, dass da irgendwas passiert, aber deshalb probieren wir einfach aufzuklären. Und das nicht nur für WLAN, sondern auch im Internet generell. Und dafür haben wir eine App programmiert. Gut, also wenn man die App startet, bekommt man sofort einen von unseren Tipps angezeigt bezüglich offenes WLAN. Und mit einem Klick auf Clean Wi-Fi startet jetzt die App unsere Hauptfunktion. Das heißt, im Hintergrund wird erkannt, ob der Nutzer ins offene WLAN geht und wird dann benachrichtigt und gewarnt vor den Gefahren. Ja. Und für die weiteren Tipps gibt es ja auch noch einen Button. Da bekommt man alle angezeigt. Wenn man jetzt auf Mehr klickt, wird man automatisch auf unsere Webseite weitergeleitet. Und da erzählt jetzt der Quentin was zu. Also auf der Website gibt es so Links und wenn man da draufklickt, dann zum Beispiel jetzt HTTPS hatten wir ja gerade, dann klicken wir da drauf und kommen nach unten an den Tipp und da steht, es gibt zwei Gründe, warum du HTTPS nutzen solltest. Erstens, das S bei HTTPS steht für Secure und zweitens, kein Dritter kann die Daten lesen, also kein Man in the Middle oder andere Leute. Man kann dann auch noch nach oben gehen und dann landet man wieder hier oben und dann ist hier der Begriff Man in the Middle in einem YouTube-Video erklärt. I'm gonna speak in English because I can't speak that much German. All right. So we use a JSON file to share the information between the website and the app. So both of them have the same information, and they draw it instead of like having the information themselves. They get it from this file, which contains right now just these three tips worth of information. But so that's what there is in the app gets this information to show it, and the website as well. So it's much easier to change and add more content to. So this way, both the app and the website can keep up with the changes in security and all that to help protect people's data. Okay, vielen Dank. Thank you very much.